So, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Kreisring. Und dazu habe ich hier auch bereits etwas vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier zwei Kreise, die denselben Mittelpunkt haben. Wir haben hier einen kleinen blauen Kreis und einen größeren gelben Kreis. Der gelbe Kreis hat diesen langen Radius und der blaue Kreis hat diesen kürzeren Radius. Wie ihr bereits wissen solltet, haben Kreise mit demselben Mittelpunkt eine ganz besondere Bezeichnung. Und zwar nennt man sie konzentrisch. Das haben wir bereits gemacht. Wobei der Kreisring jetzt da nur diese gelbe Fläche ist. Also die, die quasi über den blauen kleineren Kreis hinausgeht. Und diese gelbe Fläche erinnert es natürlich auch an einen Ring. Und daher kommt auch die Bezeichnung Kreisring. Die Radien sind natürlich, wie ihr sehen könnt, unterschiedlich groß. Und wir bezeichnen den kurzen Radius vom blauen Kreis jetzt einfach mal mit R1 und den langen Radius vom gelben Kreis nennen wir R2. So, jetzt konstruieren wir auch noch schnell einen Kreisring. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir benötigen dazu natürlich jetzt zwei verschiedene Radien. Und wir nehmen jetzt einfach für den ersten Radius 5 cm und der zweite Radius R2 soll 6 cm betragen. Da die Kreise konzentrisch sind, wie wir schon gesagt haben, haben sie den gleichen Mittelpunkt. Also markieren wir diesen Mittelpunkt auch gleich einmal. So, jetzt nehmen wir den kürzeren Radius mit 5 cm in den Zirkel. Das ist für euch eh schon kein Problem mehr. Wir stechen in den Mittelpunkt ein und wir zeichnen den Kreis. Danach nehmen wir die 6 cm Radius in den Zirkel, stechen auch wieder beim Mittelpunkt ein, also beim gleichen Mittelpunkt, und zeichnen den Kreis. Dadurch entsteht der Kreisring. Und den Kreisring, diese Fläche, malen wir auch noch an. Und was ihr auch nicht vergessen sollt, ist die beiden Radien immer einzuzeichnen und diese auch richtig zu beschriften, also mit R1 und R2. Und damit sind wir auch schon wieder fertig. Ihr könnt jetzt da das Übungsblatt G11 bearbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.